Schönen guten Morgen. Wir haben es schon 9:30 in Deutschland. Und ja, ich mache mir jetzt einen Kaffee. Und werde danach eine warme Dusche genießen. Denn ich merke schon so langsam, dass das sich nicht mehr ganz so geil anfühlt in den Klamotten und der Mock und so, ne? Ihr wisst, was das ist, was ich meine. Hier ist mein Öfchen mit dem Duschwasser. Und das braucht jetzt so, ich vermute mal, 2 Stunden, anderthalb, 2 Stunden, bis das Wasser heiß genug ist. Und dann gönne ich mir hier eine Dusche oder was. So, und ja, jetzt mache ich erstmal ein Käffchen. Ich habe schon einen Intus, aber gleich noch einen Kaffee, Dusche und dann werde ich mal kicken, was ich mache, weil ich stehe hier gerade an der Stelle. Ja, irgendwie ziemlich nah an der Straße, eigentlich nicht da, wo ich geplant hatte zu stehen. Ich habe gestern Abend noch versucht, an so einen Parkplatz ranzukommen und bin da irgendwie, Google Maps hat mich da irgendwie auf so einem Fahrradweg geschickt durch den Wald. Und da, wo der Parkplatz gewesen wäre, kam ich quasi von der falschen Seite und bin an der Schranke gelandet. Und die Schranke ging nicht auf. So, und das war so ein mega schmaler Weg und ich habe das alles, ja, keine Ahnung, ich war ein bisschen aufgeregt. Man musste dann rückwärts mit dem Funzellicht, was da überall ist an dem Auto, ist ja kein modernes Auto, da ist ja alles noch funzelmäßig, musste ich dann wieder irgendwie den ganzen Weg zurückfahren und hatte dann die Schnauze voll und bin irgendwie auf so einem kleinen Hügel gelandet und ja, habe ich einfach hingestellt. Ist ja egal, wisst ihr? Sobald man den Motor ausmacht, ist man zu Hause. Muss ja nicht immer die geilste Umgebung sein, wa? Genau, und aber ich bin hier quasi in der Nähe von so einem geilen See. Da war ich halt gestern Nachmittag schon. Und nachdem ich geduscht habe und mir den Kaffee reingeballert habe, werde ich nochmal da eine Runde spazieren gehen, weil das sah nämlich sehr, sehr schön aus. Also wenn die Bayern was können, dann ist es gute, schöne Natur zu haben, wa? Ja. Ich nehme euch dann nachher mal mit. Jetzt aber erstmal Kaffee und Dusche. So, Leute. Ich habe frisch geduscht. Frischer Schlüppi ist an. Frische Socken und T-Shirt und so. Der ganze Mock ist vom Körper runter. Ich fühle mich geil. Und ja, ich mache mich jetzt fertig und gehe jetzt hier mal in den Wald. Ich habe mal geguckt, das ist ein ziemlich langer Weg bis zu dem See, wo ich gestern gestanden habe. Und das sah eigentlich ganz schön aus. Leider regnet es gerade, aber ja, ich habe einen Regenschirm. Und ja. Alles ready, dann leg mal los. Ach so, warte mal, wir machen erstmal hier noch zu, damit hier keiner großartig rinkiekt. Und tada! Ja, so, naja, ich lade jetzt mal eine kleine Runde. Und mal kicken, wenn es was schön zu sehen gibt. Oh, ich sehe auch schon was. Haha. Ich habe ja mal diese Baumpilzlampen gebaut. Und ich war immer auf der Suche nach speziellen Pilzen. Und zwar den hier. Das ist quasi der rotrandige Baumschwamm. Und wächst vornehmlich auf Fichten. Und der ist, also ich finde den wunderschön. Und habe aber nur
glaube, zwei Lampen damals mit dem gebaut. Aber die fand ich echt mega geil. Schöne Fichtenwälder. Leichter Nieselregen. Und so ein Anblick war, also ich komme ja nun mal aus Berlin, Brandenburg. Und da sieht es leider nicht so schön aus. So, naja, ich melde mich nochmal zwischendurch. Ich glaube jetzt noch eine Runde. Tschaußen. Ich bin jetzt noch nicht so weit gelaufen, vielleicht 10 Minuten oder so. Und ich habe hier so einen Baumstumpf gesehen. Und da nehme ich euch jetzt mal mit, weil ich mal kicken will, was das ist, was da dran wächst. So, hier mal irgendwie durchkommen. Ah ja. Sieht das nicht wunderschön aus? Guckt euch das mal an. Ich liebe das. Das sieht so geil aus. Herrlich. Wunderschön. Ja. Das sind quasi die buckligen Trameten. Die bucklige Trametik. Ich würde mal gerne wissen, wer sich die Namen ausgedacht hat früher, aber mit den Pilzen. Ich meine, die haben sowieso so mega lustige Namen. Der Frostschneckling. Ultra geil. Ja, und die bucklige Tramete, die ist eigentlich ja nicht so grün, wie man das da sieht, sondern eigentlich tatsächlich eher so cremefarben. Und das Grüne sind tatsächlich einfach nur Algen, die sich da angesiedelt haben. Aber das gibt dem Pilz so ein echt schönes Aussehen, muss ich sagen. Magisch. It's magic. Jetzt geh kaputt. Alter, warte mal, wir haben welchen Monat? Wir haben Dezember. Ich drehe mal kurz die Kamera. Da blitzt mich so was Orangenes an. Und wisst ihr, was das ist? Das sind einfach mal Pfifferlinge. Krass. Die sind zwar halt mega nass. Und ein bisschen glapschig. Ich meine, ich nehme die jetzt nicht mit, aber das ist ja irre. Krass. Also ich finde beim besten Wetter in Brandenburg keine Pfifferlinge und hier kommen die noch im Dezember oder was. Und die wachsen hier einfach so geil. So weit stehen geblieben. Die ganze Zeit so irgendwas zu entdecken. Das ist ja auch die Scheiße, wa? Also wenn man sich so, also wenn man so ein bisschen affin ist, so wie ich, was Pilze anbelangt, so, du kannst einfach nicht mehr chillt durch den Wald laufen. Weil ständig man am Scannen ist. Und wenn da noch Pflanzen dazukommen, na dann, wie willst du da durch den Wald laufen und dich entspannen? Das geht ja kaum noch. Bist ja nur am Scannen und Sammeln und Suchen. Aber das macht halt Bock, wa? Muss ich sagen, das macht echt mega Bock. Jo, ist alles nicht so einfach. Ich wollte zu dem See laufen, wo ich gestern gestanden habe. Und weil er einfach total geil aussah. Und ja, lauf irgendwie aus Versehen im Kreis. Ich bin fast schon wieder am Auto jetzt gewesen. Und drehe jetzt aber um und kick mal, ob ich zumindest mal, ja, einfach mal rankomme irgendwie. Jedenfalls, ja, habe ich natürlich wieder Pilze gefunden. Und die will ich euch nicht vorenthalten. Und zwar, man diese schönen Exemplare. Und hier ist auch noch eine ganze
Eine ganze Bagarde von denen, auch schon gefroren. Das ist quasi der Zinnoberrote, warte mal, war das Zinnoberroter Schwefelkopf, glaube ich. Nee, Quatsch, Ziegelroter Schwefelkopf. Auch lustig, weil den sieht man bei uns in Brandenburg eigentlich nie. Und hier scheint er sich ganz wohl zu fühlen. So, ach, guck mal, ich habe hier einen Weg gefunden. Komme ich hier vielleicht zum See? Ich guck mal. Die Problematik ist, dass... naja, ich hatte mal so Bandscheibe, war so eine Vorwölbung und so mit gelähmten Muskel. Und seitdem habe ich gerne mal Probleme mit der Ehenwade, dass die so ein bisschen verkrampft und nicht so viel Power hat. Und gerade in den Wanderschuhen hier merke ich das schon ganz schön doll. Das heißt ja, mal gucken, ob ich noch zum See komme oder abbreche und wieder zurücklaufe. Ja, bis späti. Yo, ich bin so ein Horst. Ich habe mich voll verlaufen. Also beziehungsweise, ich laufe ständig immer wieder Richtung Auto zurück, weil die Wege sich ständig aufteilen und ich habe total die Orientierung verloren gehabt. Und ja, jetzt bin ich schon wieder so nah am Auto, dass ich mich gefragt habe, macht das überhaupt noch Sinn, jetzt immer noch zum See zu latschen. Also ich würde es glaube ich prinzipiell machen, aber meine Wade, die tut ein bisschen weh und ich wollte jetzt irgendwie nicht überstrapazieren. Ja, kacke. Das nervt mich gerade. Weil eigentlich hatte ich mega Bock, noch mehr durch den Wald zu latschen und den See halt mir nochmal genauer anzugucken. Aber ja, ist jetzt so 14 Uhr rum. Das heißt, in 2 Stunden ist es schon wieder dunkel. Ja, scheiß Zeit, ey. Also kann ich jetzt nicht mal eine Stunde hinsetzen und nochmal loslaufen, weil dann wird es halt einfach dunkel. Das heißt, ist die Frage, was ich jetzt mit dem angebrochenen Tag noch so anstelle. Ja, also ich bleibe auf jeden Fall hier heute noch stehen und ja, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen malen mal wieder oder so. Das ist das Ding, war Winter, Deutschland, Bus, das ist schon, also alleine, das ist manchmal schon nicht so einfach. Jedenfalls, da steht Bussi und ja, verabschiede mich dann quasi für den Spaziergang zumindest. Mal gucken, ob ich mich später nochmal melde. Jo, ich bin schon wieder. Ich bin schon wieder draußen. Nee, also das war so ein beschissenes Timing. Ich hatte jetzt keinen Bock, 2 Stunden sinnlos die Helligkeit vom Tag zu vergeuden. Und habe mich ganz schlecht gefühlt, als ich im Bus gesessen habe. Und ja, habe jetzt irgendwie 20 Minuten oder so ein bisschen Pause gemacht. Und habe was Kleines mir in den Wanz geschoben. Und bin jetzt straight die Straße einfach runter zum See. Weil man hätte auch einfach geradeaus zum See runterfahren können. Oder laufen können, besser gesagt. Und das habe ich jetzt gemacht, um einfach schnell beim See zu sein. Und genau, und ich bin jetzt gerade quasi angekommen. Und von wegen See, Alter. Ja. Bin jetzt ein bisschen querfeldein hier gelaufen, um abzukürzen. So, hier durch. Ah, hier sind wir, alles klar. Also, hier habe ich gestern gestanden. Hier ist der Parkplatz. Und
Ja, ich fand es eigentlich total nett, weil es halt weg von der Straße und hier hat man dann gleich sozusagen diesen, in Anführungszeichen, See. Und ursprünglich wollte ich halt einen Platz am Wasser haben, weil ich halt duschen wollte und ich wollte nicht mein Trinkwasser dafür benutzen, weil es im Winter auch echt schwierig ist, sein Wasser wieder aufzufüllen. Beziehungsweise habe ich sonst immer an einem Friedhof gemacht. Aber um diese Jahreszeit stellen die halt das Wasser einfach ab, die Schweine. Und Tankstellen sind auch knauserig. Ist halt Deutschland, wa? Na jedenfalls fließt hier quasi so ein kleiner Bach lang. Zeigt den euch mal kurz. Schön schaumig. Und da habe ich mir mit einer Gießkanne erst dann mein Duschwasser abgeschöpft und habe dann halt gecheckt, fuck, null Internet. Und das ist erst um 16 Uhr oder so. Das geht mal ja nicht. Und deswegen bin ich gestern nochmal losgefahren. Also irgendwie scheint er hier ausgetrocknet zu sein. Ja, mal, geh mal hier runter. So, ich befinde mich jetzt im See. Und ich frage mich, ob der ausgetrocknet ist. Oder... mein Stöpsel hat er ja nicht. Also ist ja, glaube ich, kein Stausee oder so. Also ich habe zumindest keine Schleuse gesehen oder so. Das wäre natürlich krass, wenn er einfach ausgetrocknet ist. Aber das hat schon was. Hier, kiek mal. Wunderschön. Das heißt, da kommt gleich Urlaubsfeeling auf. So, ich werde jetzt hier eine kleine Runde laufen und naja, halt die Helligkeit ausnutzen. Weil das wird noch früh genug dunkel und ja, ab 4 sitzt man im Bus oder was, oder ab 5 spätestens. Oh, hier wird's sumpfig. Oh, komm hier nicht raus. Oh. Matschepampe. Ja, was soll ich sagen? Ich habe kleine Pilzchen gefunden. Die habe ich so bisher auch noch nicht selbst gefunden. Ich zeig mal kurz. Und zwar hier, sieht man das? Das ist ein Schneckling. Aber ich bin mir nicht sicher, was für einer. Elfenbeinschneckling oder sowas in der Richtung. Auf jeden Fall wachsen die hier so auf der Wiese vereinzelt. Ja, und die, also manche stehen drauf, also es ist ein leckerer Winterpilz, aber das wäre mir jetzt zu wenig, um jetzt hier mir so ein paar Stückchen rauszurupfen, das lohnt ja nicht, also deswegen lasse ich die alle stehen, aber freue mich voll, das erste Mal ein Elfenbeinschneckling eventuell. Frostschnecklinge habe ich schon gefunden. Schmecken ausgezeichnet. Sind halt schleimig wie kleine Kackischnecken. Aber wie gesagt, schmecken echt geil. Ja. So, ich schon wieder. Nimmt kein Ende. Es regnet
aber das ist mir scheißegal. Und ich habe natürlich wieder was Schönes gefunden, das darf ich euch auch nicht vorenthalten. Ich zeige es, Kamera dreht sich. Und zwar hier am Baumstamm, Baumstumpf. Das sind ganz feine Sandfußrüppelinge. Die sollen mega lecker sein. Ich habe die bisher noch nicht gegessen. Und ich glaube, ich nehme mir hiervon ein paar mit. Obwohl, der ist schon durchgefressen. Ist noch so ein Kleen. Und ich glaube, ich habe auf der anderen Seite noch welche gesehen. Ja. Jo. Hier sind auch noch mal ein paar übelst nass und schleimig. Aber mal kicken, vielleicht brate ich mir die und mache mir die auf eine Stulle oder so. Es regnet wie Sau, ich muss eigentlich zurück, aber wenn ich einen Pilz finde, muss ich natürlich anhalten. Geht nicht anders. Das ist ein Zwang, ein innerlicher. Ich weiß nicht, was das ist, der Pilzgeist oder so. Jedenfalls, mal rumdrehen, bäm, haben wir hier einen Spaß gesehen, den ich gerade auf dem Weg entdeckt. Und zwar ist das hier der violette Rötelritterling. Ein ganz leckeres und vor allen Dingen sehr gesundes Exemplar. Das nehme ich mir mit und ich trage die ganze Zeit die Rüblinge auch in der Hand. Meine ganze Hand ist schleimig und ich will die nicht in meine Jacke packen, weil die schleimt mir die ganze Jacke voll. Ja, so, also ich versuche mal den Weg zurückzufinden, weil ich mich schon wieder im Wald irgendwie hier verirrt habe. Bis später. So, da sind wir. Ja, hinten komme ich leider nicht rin. Also mit dem Schlüssel kann ich das von hinten nicht aufschließen. Deswegen Welcome home. Bam. Und einfach nach hinten krauchen. Jo, zu Hause. Pilze abliefern. Naja, da mal Kräuter an verschickt. So. Licht an. Ja, hört mal. Geil, wa? So, ich zieh mir jetzt aus. Und ja, dann werde ich kurz mal chillen und dann könnte man eigentlich auch schon was zu fratzen machen. Ja, naja, bis Spidi. So, wie man hört, es regnet noch wie Sau, plada plada und so, aber ist geil. Ich stehe da drauf und hier drin ist es schön muggelig und warm und ich habe jetzt Hunger. Und werde jetzt ein Rezept kredenzen, was ich erst vor kurzem ja ausprobiert habe. Und ich könnte mich darin legen und deswegen gibt es das heute. Und ich werde die Pilze, die ich gefunden habe, werde ich einfach mit einarbeiten in dieses Konstrukt. So großartig sauber machen muss man die eigentlich ja nicht. Die sehen eigentlich schon voll gut aus.
So. Ein bisschen Kleenschnapsel. Sich etwas davon entfernt, wo die politische Klasse und überhaupt die demokratisch legitimierten Institutionen mehr am eigenen Spielraum haben, weil sie sich ihn vielleicht auch erkämpfen. Aber grundsätzlich ist die... Ja, das war dann eigentlich auch schon von diesem Video, denke ich. Ich wollte einfach mal so einen ganzen Tag, ich meine, was heißt einen ganzen Tag, aber ja, was machst du dann am verregneten Samstag, wa? Wollte ich einfach mal machen und genau. Und da ich hier heute nur noch irgendwie am Rechner rumhampel oder mir irgendwelche Sachen vom Handy oder auf dem Tablet ankicke, beende ich jetzt das Video hier an dieser Stelle. Und ja, ich hoffe, das hat ein bisschen Spaß gemacht. Und vielleicht sieht man sich ja dann nochmal irgendwann beim nächsten Video oder so. Ich würde mich freuen. Und man sieht sich.